Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Lightbot. Artificial Intelligence is hard to program. Not everybody ever created can maneuver and function on its own. So, soweit so gut. Wir fangen einfach mal ein neues Spiel an. Program your bot to move and light up the blue tiles. Okay, so für dieses Spiel ist es nicht zwingend notwendig, aber durchaus praktisch, wenn man Programmierkenntnisse hat. Also jetzt keine spezielle Sprache, aber so grundlegende Sachen von wie verwende ich Funktionen und wie funktionieren vielleicht Schleifen. Sowas in die Richtung, ja? Das ist ganz praktisch. So, was wir prinzipiell machen, ist erstmal, wir schicken ihn vorwärts, also ne, geh einen Schritt nach vorne und mach Licht an. Funktioniert einwandfrei, macht er auch. So, da kommen wir nicht drum rum, wir können nämlich nicht springen, glaube ich. Was ist das hier eigentlich? Oder ist das doch Springen? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube, das ist Springen, aber immer nur einen Block hoch. Das ist so die Sache. Ja, genau. Können wir nämlich nicht zwei Blöcke hoch. Sprich, wir müssen drehen. So, einen nach vorne. Dann einen in die andere Richtung drehen. Dann gehen wir einen nach vorne. Dann sind wir hier. Dann drehen wir wieder in die Richtung. Macht das Sinn? Ich glaube ja. Wir drehen eine neue. Ja, das macht total Sinn. Dann gehen wir einen nach vorne. Dann drehen wir einen nach da. Und gehen noch einen nach vorne und machen das Licht an. Irgendwas habe ich da verkackt. So, ne? Problem erkannt. Wir müssen hier natürlich zwei nach vorne gehen, sonst wird das nichts. So, und jetzt macht es Sinn. So, das ist noch relativ easy. Geh einen geradeaus. Springen. Dann, jetzt müsste ich mal gucken, der ist auf dem vierten. Dann ist er hier. Dann springt er auch wieder runter. Geht noch einen vorwärts. Macht das Licht an. Dreht sich nach links. Geht einen Schritt. Macht das Licht an. Geht einen Schritt. Macht das Licht an. So, ich erkläre euch jetzt schon mal ganz kurz, wie Funktionen funktionieren. Haha, was für ein Wortspiel, das geht nämlich hier schon ganz gut. Funktionen ist prinzipiell, da kann man eben eine Kette von bis zu 8 Befehlen reinpacken, die sich immer wiederholt. Also, wenn man hier jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich brauche hier halt in der Main Method, wo ich eben nur 12 Plätze habe, ich brauche halt mehr als 12 Befehle insgesamt, dann kann man eben Funktionen nutzen. Und kann sagen, Mensch, Funktion 1 ist vorwärts gehen und Licht anmachen. So, dann setzen wir hier Funktion 1 rein. Na, was tut es? Springen so Funktion 1. Machen hier wieder Funktion 1. Das weg und packen nochmal Funktion 1 rein. Und jedes Mal, wo hier Funktion 1 steht, macht er jetzt quasi diese beiden Befehle. Ich hoffe mal, ich habe mir das jetzt richtig gedacht. Wir gucken mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Jump, jump, an. Genau so funktioniert es. Es war gerade eigentlich eine ganz gute Idee, das jetzt schon zu erklären, weil später, wenn man die Funktion wirklich braucht, dann verwurschtelt man sich schon ganz gut das Gehirn. Es ist auch schön, dass man eben zwei Funktionen hat und dann die sich manchmal einfach, obwohl sie beide 8 Zeichen oder 8 Befehle lang sind, nur in einem Befehl unterscheiden. Und das ist dann so, Moment, brauche ich das jetzt links drehend oder rechts drehend oder möchte ich mich einfach übergeben? So, hier gehen wir erstmal geradeaus, dann springen wir, wir springen, dann sind wir da, dann gehen wir geradeaus, dann drehen wir darum, dann 1, 2, 3, 4, 5. So, wenn ich jetzt sage, okay, ich kriege hier 5 Stück gar nicht mehr hin, könnte ich sagen 1, 2, 3, 4,
5. Also man kann es einerseits zur mehrfachen Verwendung eben nutzen oder auch einfach nur zur einfachen Verwendung und Platz sparen. Yeah, I get it now, thank you. Okay, das wird unschön. Wir springen, gehen geradeaus. Ich mache das hier schon mal als Funktion 1. Wir gehen geradeaus, wir gehen geradeaus. Dann drehen wir uns links rum. Achso, da sollten wir vielleicht erst Funktion 1 reinsetzen. Dann drehen wir uns links rum. Setzen Funktion 1 rein, gehen noch einmal mehr geradeaus. Drehen uns links rum. Ah, voll tricky. Da können wir noch mehr Platz sparen. Indem wir das damit reinsetzen. So. Das heißt, wir springen jetzt. Dann gehen wir geradeaus, geradeaus, drehen uns links rum. Dann gehen wir einmal geradeaus. Gehen noch zweimal geradeaus, drehen uns wieder links rum. Und dann machen wir 1, 2, 3 Sprünge. Und das Licht an. Funktioniert. Also, das mit den Schleifen, was ich gerade am Anfang erwähnt habe, fällt mir gerade ein, das habe ich, glaube ich, auch mit einem anderen Spiel verwechselt, was so ähnlich war. Da waren Schleifen echt elementar wichtig. So, und hier brauchen wir den ganzen Spaß jetzt auch. Ja, ich weiß, wie Funktionen funktionieren, das habe ich auch gerade schon erklärt, dankeschön. Wir gehen geradeaus. Wir springen zweimal. Ich finde, packe ich zweimal Springen schon hier rein? Ich denke ja. Wir gehen geradeaus. Wir springen zweimal. Dann sind wir hier. Das heißt, dann drehen wir uns darum. Dann springen wir noch zweimal. Dann machen wir das Licht an, dann springen wir runter. Dann stehen wir hier. Dann müssten wir uns... So, ich gucke erstmal, bis wohin das jetzt läuft. So, und wir drehen uns nach da. Das heißt, wir gehen 1, 2 geradeaus und Licht an. Ich befürchte, das wird so nicht ganz funktionieren. Wir gucken gerade mal. 1, 2, wobei doch, könnte klappen. Geradeaus und Licht an. So, dann stehen wir hier. Dann müssen wir uns einmal um 180 Grad drehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schritte geradeaus gehen. Das ist natürlich nicht die eleganteste Lösung, aber es funktioniert. Wir ziehen dann F2 noch hier rein und machen dann nochmal das Licht an. So, wenn ich mich jetzt nicht total vertan habe, sollte das funktionieren. Na, fuck. Okay, wir gehen einen Schritt zu wenig. Das heißt, das funktioniert so wirklich nicht. Dann können wir springen da leider nicht reinpacken. Dann gehen wir erstmal geradeaus und springen und drehen uns und springen. Springen und machen das Licht an und springen. Na, ah, nein, das war der falsche Knopf. Ich bin so ein Krüppel. So, ich wollte doch nur gucken, wo... Der dreht sich dann in die Richtung, ne? Achso, erstmal müsste er natürlich nochmal springen. Das wäre total gut, aber dann dreht er sich in die Richtung. Und da machen wir dann... Okay, in die Richtung. Dann gehen wir 1, 2, 3 geradeaus. Machen das Licht an. Drehen uns um 180 Grad. Gehen noch ein geradeaus. Dann müssen wir noch 1, 2, 3, 4, 5. Das Licht anmachen. Idealerweise würde man das wahrscheinlich irgendwie so machen.
dass man Funktion 1 mehrfach benutzt. Habe ich aber keinen Bock drauf, drüber nachzudenken. Und so funktioniert es auch. So. Also der eigentliche Sinn ist wirklich, dass man Funktionen mehrfach verwendet. Also dass man sagt, okay, Funktion 1 macht die drei Befehle und das verwende ich halt dreimal. So, wir gehen vorwärts, machen das Licht an. Gehen vorwärts, machen das Licht an. So, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Okay, vorwärts machen das Licht an. Wir gehen erstmal dreimal vorwärts, wir gehen sechsmal vorwärts, machen das Licht an. Dann gehen wir noch einmal vorwärts, machen das Licht an. Dann drehen wir uns. So, das sollte eigentlich funktionieren. Gucken wir mal. Ah, fuck, eine Drehung vergessen. Ja, macht total Sinn. So, jetzt müsste es gehen. Na, Moment. Ja, doch, passt. Jawohl. Putting the Fung back in functions. Oh, fuck you. Das. Nee. Da könnt ihr mal selber dran rumtüfteln. Es ist aber, als kleiner Tipp, mit Functions wirklich relativ easy. Ja, ich glaube. Dann irgendwas wollte ich noch sagen. Egal, kann nicht so wichtig gewesen sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit Lightbot. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken, wünsche noch einen angenehmen Tag und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.